Willkommen zurück hier zur FIFA 15 Oberliga-Karriere. Gegen den VfB Germania Halberstadt. Fangen wir gleich mal an. Wir nehmen wieder unsere schwarzen Trikots. Und zwar, Wolfert gebe ich mal eine Pause und pack direkt von Anfang mal Ebert May rein. Treske haben wir auch noch. Treske haben wir auch schon lange nicht mehr spielen lassen. Der kann mal für Akçam rein. Mehring lassen wir auf der Position. Wo wir da Thiel haben, ne? Ich pack Mehring mal so und Koschko da. Gopko hat sich nicht im letzten Spiel verletzt. Ich glaube, der hatte sich eigentlich im letzten Spiel verletzt. Ich merke gerade, ich habe so wenig Spiele. Naja. Ein linken Mittelfeldspieler sollte ich vielleicht mit einpacken. So, mit der Aufstellung spielen wir jetzt gegen Halberstadt. Das letzte Spiel 1-0 gewonnen. Vorletztes Spiel verloren. Wegen einem scheiß Bug konnte ich das Spiel nicht ausspielen, weil der Ball nicht angezeigt wurde und dann ohne Ball spielen ist sinnlos. Deswegen muss ich simulieren. Und die Simulation hat verloren. Ja, ich habe es auch öfters versucht, das Spiel noch zu laden. Hat leider nicht funktioniert. Deswegen halt falsch. Da, lange Bälle. So, deswegen. Wunderschöner Anfang schon mal. Wunderschöner Anfang, wenn sich die Spieler gegenseitig den Ball abnehmen. Ich liebe das. Die Ironie ist stark in diesem Satz. Na. Ach, schade. Aber schön von Thiel den Ball ins Ausgespielt. Was? Ach, abseits. Mann! Komm, jetzt nochmal so ein gutes Spiel wie im letzten Spiel. Wenn ich es wieder so spiele wie im letzten Spiel und ein, zwei Tore mehr mache, dann könnten hier locker 4-5 Tore fallen, weil ich hatte im letzten Spiel so viele Chancen und ich war eigentlich so viel um so viel besser. Ach, Maslanka, den Ball musste haben. Hey! Boah, Alter, wie die da draufholzen, ne? Nix gibt's. Ja, fängt ihr den noch ab? Natürlich, Reaktion wäre ein Manuel Neuer oder was? Scheiße. Nee, das ist zu langsam. Schön von Ebert May. Da kann er sich dann doch mal durchsetzen. Schön behauptet. Ah, schade, schade, schade. Die Flanke war nicht schlecht. Aber gut, war es auch nicht. Ah, ich merke schon, das Spiel wird schwer. Halberstadt ist gut. Wir sind noch nicht zu Unrecht Vierter in der Tabelle. Ich meine, wir sind Zweite. Trotzdem wird das Spiel schwer. Ach komm schon, nimm den Ball doch mit, wenn du ihn schon abnimmst. Pff. Ach ja. Stulin? Raff dich. Bitte, danke. Boah, Alter, wie die auf die Beine gehen, ne? Ja, hallo? Wie die rumgrätschen, ne? Komm schon, nimm doch den Ball. Ach, wie der mir den Ball einfach eiskalt abnimmt. Ohne auch nur mit den Augen zu zwinkern, was weiß ich. Oh, die Flanke ist schön. Aber ich kann in den letzten Spielen keine Kopfballduelle mehr gewinnen. Kann einfach keine Kopfballduelle mehr gewinnen. Ja. Schön. Schön. Treske, aber der Ball ist viel zu lang. Idee gut, Umsetzung scheiße. Ach, schön, Ebert May. Ah, da kannst du doch mal reingrätschen. Da streck doch mal dein Bein aus. Das hast du doch schon mal gemacht. Vor zwei Spielen war es, glaube ich. Wo ich auch schon dachte, dass der Ball zu lang ist. Dann streckt er noch sein Bein aus. Ah, wenn die Flanke angekommen wäre. Auch Thiel. Mann. Oh Gott. Hi, da steht er. Ich sollte aufhören zu flanken. Ich sollte echt aufhören zu flanken. Oh, der war schön. Da muss ich flanken. Ah, die Flanke war zu schwach. Schön. Schön, Treske. Ah, der Ball muss rein. Den musst du machen. Es war eine hundertprozentige Chance. Klasse Reaktion von... Ich habe den Namen gerade schon wieder vergessen. Ich habe ihn mir gerade angeschaut und mir gemerkt, aber ich habe ihn schon wieder vergessen.
in Meter Nummer 12 auf jeden Fall im Tor von Halberstadt. Oder Halberstadt, weiß ich nicht mehr. Glanzparade. Aber so einen Ball musst du halt auch mal reinmachen, ne? Lauf! Setz dich durch! Oh, Alter. Ja, ja, nice. Freistoß. Den mache ich direkt. Den will ich direkt machen. Paslinski. Gibt's da eine Karte dafür? Ich glaube nicht, oder? So krass war der jetzt auch nicht. War auch noch ein bisschen Ball gespielt. War eigentlich keine Absicht, aber hatten halt dann doch mitgenommen. Doch, es gibt eine gelbe Karte. Sieht man schon, wenn die Spieler so streiten. Und? Ja, war, glaube ich, eine gelbe Karte, oder? Nee, doch nicht. So, wen lasse ich schießen? Wer hat gute Werte? Da hat er echt die besten, ne? Versuch's mal so. Oh, der war gut, der war gut, der war richtig gut. Ah, ein kleines Stück. Naja, war doch ein ganz schönes Stück der vorbei, aber ein kleines Stück. Merkt ein kleines Stück mehr aufs Tor. Ach, schade, 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 schade. Oh, Ebert May, da musst du dich durchsetzen. Junge, du stellst doch sogar deinen Körper rein. Du bist groß und fett, aber du kannst dich nicht durchsetzen. Warum? Ich verstehe das manchmal nicht. Ach, dann läuft er da aus dem Abseits raus. Schade. Schön von Mehring. Ach, das war schon wieder Abseits. Ah, goddammit. Das Spiel wird schwer, ich wusste es. Ich wollte eigentlich nicht zu dem. Och Leute. Warum gehst du weg von dem Spieler, wenn da der Ball hingeht? Habt ihr das gesehen? Der Ball fliegt dahin und er läuft vom Spieler weg, anstatt zum Ball hin. Wo zum Spieler hin? Ah. Ja, das ist schon wieder so ein Spiel, was so ein bisschen... Ja, das hat schon wieder so ein bisschen Rage-Potenzial. Aber ich bleib ruhig. Nur so ein Spiel. Gopko. War auf jeden Fall interessant. Oh, wenn er den Ball bekommt. Preske. Ah, schon wieder auf den Torwart. Rodriguez heißt er, genau. Schon wieder genau auf den Torwart drauf. Bekommt er so glücklich den Ball? War nix. Das war definitiv... Kein Foul. Oh. Oh, Fehler bei der Ballannahme. Fatal. Och, komm. Eichstein kommt ja da nicht durch. Ja, Saiti. Wieso? Genau auf den Torwart. Yeah. Der Abpraller. Wer war das? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Ebert May war es. Du schießt schon wieder genau auf den Torwart. Da war das sogar, glaube ich, auch noch dran. Aber Ebert May bolzt ihn dann da rein. Keine Chance mehr, den zu halten. Schön, 1:0 für Worms. 55. Minute. Endlich. Bisschen Entlastung. Hier jetzt Mehring, vielleicht direkt mit dem zweiten. Naja, also mit so einem Pass. Mit so einem Pass definitiv nicht. Bläh. Komm, Ebert May. Ja, da kann er sich durchsetzen. Oh, die Flanke war unnötig. Schön. Oh! Oh, Alter! Boah, wenn der eingegangen wäre. Heilige Scheiße, war der schön. Macht er da einen hohen Ball? Nimmt er ihn an, wenn der reingegangen wäre. Hätte ich schon ein bisschen gefeiert. Ah, schön von Ebert May. Komm schon. Hast du, Junge. Nein! Ich muss mir dieses verfluchte Flanken abgewöhnen.
Verfluchte Flanken. Oh, zu weit, 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 zu weit. Zu weit. Ach, warum? Das verstehe ich in FIFA 15. Warum laufen die Spieler, wenn man nichts drückt, unter dem Ball durch? Ich verstehe das nicht. Warum? Könnt ihr keine KI programmieren, die die Spieler wenigstens so intelligent macht, anzuhalten, wenn sie unter dem Ball durchlaufen? Ich meine, es bringt ja auch nichts, wenn man dagegen steuert, wie ihr gerade gesehen habt. Man muss wirklich passen, damit der Spieler noch an den Ball drankommt. Unnötiger Eckball. Ich verstehe das einfach nicht. Soll kein Gegentor kassieren, bitte. Kein Gegentor kassieren. Aber der ist noch heiß. Wenn er jetzt nicht an den Ball drankommt. Schön. Ach, Junge. Bitch, please. Schön von Treske. Der hilft hinten mit. Das gefällt mir. Alter, da stehen zwei Leute um den rum. So, jetzt aber. Lauf, Ibbert Mai. Lauf. Lauf, wie du noch nie gelaufen bist. Schön. Jetzt zieht in die Mitte. Komm schon. Nein, da wartet er zu lange. Da wartet er zu lange. Oh, ich wollte nicht sweaten. Ich wollte nicht sweaten. Was sweaten ist scheiße, aber... Wenn ich jetzt ein Tor kassiere und es 1:1 ausgeht, dann... Ach, nimm den doch mit! Ja, kann man mal mitnehmen, so einen Ball. Schade. Ärgerlich, ärgerlich. Und ich sehe gerade schon 77 Minuten. Ich sollte vielleicht mal auswechseln. Ich werde Mais am Arsch. Thiel auch. Ja, da packe ich mal Mehring ins Zentraloffensive und für ihn dann Himmel. So, einen auswechseln lasse ich mir noch übrig. Falls sich wie im letzten Spiel noch einer in den letzten Minuten verletzt. Jetzt bloß kein Tor durch Warps hier kassieren. Schön. Jetzt, wenn der da unten noch laufen würde. Bitch, please. Na, da kann das sich durchsetzen. Boah, der Ball war gefährlich. Nein, da kommen sie nicht dran. Natürlich kommen sie nicht dran. Wäre ja eine Chance gewesen. Und da ich darf ja keine Torchancen haben. Was habe ich jetzt gemacht? Ach, komm, Spiel, bitte. Bitte. Ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht mehr als zwei Folgen FIFA hintereinander aufnehmen. Zwei Folgen gehen noch, drei im allerschlimmsten Fall. Auch noch. Och Mann, wieso lässt du den nicht durch? Der wäre so schön gewesen. Ah, der wäre so schön gewesen. Ach. Nein, 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 nein. Nix da. Komm jetzt aber. Abseits, oder? Egal, einfach drauf. Kein Abseits. Ackjump. 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 Ach komm. Ah, es ist so ärgerlich. So ärgerlich. Auf ausgeglichen. Jetzt bloß kein Tor mehr kassieren. Bitte kein Tor mehr kassieren. Nein. Nein. Ah, unnötig, unnötig. Schön. Komm schon. Vielleicht mit ein bisschen Glück kann ich ja noch ein Tor machen, wenn sich Saiti durchsetzt. Er setzt sich durch. Ah, die Flagge. Boah, warum pfeift der da ab? Pfeift der da ab? Oh, der wäre noch gut gewesen, aber egal. Sieg 1:0. Wieder so knapp. Alter. Ja, der zweite Sieg hintereinander, wieder 1:0. Aber Sieg ist Sieg. Sehr schön. Boah. Nice, hoffentlich sind wir jetzt wieder im Ersten in der Tabelle. Ja, wir sind Erster. Sehr gut, sehr gut. Was ist? Danke, Trainer, dass Sie mich einsetzen. Boah, der Sieg war wichtig. Gegen wen spielen wir im nächsten Spiel? Die haben wir doch erst gespielt, oder? HFC
U05, ich weiß es nicht, kann ich mich daran erinnern. Aber die nächste Transferperiode kommt bald. Achso, unser Torwart will verkauft werden. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall werden wir dann im nächsten Transfer sehen und ich würde sagen, das war's für heute und ich würde sagen, machen wir Schluss für heute.